nicht ganz so einfach ist, die Mannschaft auf den richtigen Weg zu bringen, erfolgreichen Fußball zu spielen. Und wir wissen, glaube ich, alle, wie schwierig es ist, in der Bundesliga von den hinteren Plätzen nach vorne zu kommen. Und da muss man ihnen ja schon mal ein großes Lob zollen, dass es geschafft hat, mit der Mannschaft, mit dem Verein, mit den Fans, ins Europapokal-Halbfinale, Europa-League-Halbfinale zu kommen.